Was? Gelber Regenmantel. Georgie. Das war Georgie. Gehen wir zum Hotel. Bitte bleiben Sie zusammen. Das gilt für alle. Ist es hier gefährlich? Nein. Unfug. Sicher? Hört sich nämlich nicht so an. Es ist absolut sicher. Aber wenn sich jemand verletzt, dauert es, bis Hilfe kommt. Also bitte, Vorsicht. Okay. Ganz schön zugeknüpfte Angelegenheit hier. Gott. Hier entlang. Keine Sorge, um das Gepäck wird sich schon gekümmert. Na Gott sei Dank kann schnell nicht mal ansehen, wie die den Koffer getragen hat. Ich bin nicht fürs Wandern angezogen. Hust dir kein Lungengewebe raus. Was wie, ich bin hier genervt. Ich war nicht auf eine Wanderung vorbereitet, Mr. Dumet. Es ist ein kurzer Weg. Dauert nicht lange. Hast recht. Sicherheit nimmt er wirklich verdammt ernst. Was er wohl von hier fernhalten will? Vielleicht ist die Frage vielmehr, was er da drin halten will. Jamie. Ich sag ja nur. Du guckst zu viele Horrorfilme. Er schätzt seine Privatsphäre. Das wussten wir von Anfang an. Das wissen wir seit 2 Stunden. Geh, bitte. Ah, jetzt erkenne ich den erst. Das ist der Busfahrer Mark, von Little deine Hoop. Kamera. Lass uns hier schnell ein Intro Charlie. Filmen. Okay. Ich brauche ein paar Aufnahmen auf das Haus zu, nicht die ganze Reise. Kate spricht in die Kamera. Ab da leite ich dich. In Ordnung? Keine Fotos. Keine einzige Aufnahme meiner Person. Verstanden? Yes. Ich schätze meine Privatsphäre. Keine Sorge, Mr. Dumet. Diskretion ist unser Motto bei Lonet Entertainment. Der übliche Intro-Kram, Charlie? Bitte. Das Licht ist gut. Ich bin bereit. Aaron. Also, Stevie, Intro? Klingt alles gut. Was denn? Okay, machen wir die Aufnahme. Ist Kates Gesicht soweit? Bitch, ich bin immer bereit für die Kamera. Ach, du bist ja so ein Schambolzen. Kamera läuft. Ton läuft. Und Action. Willkommen bei Benny und Steve, Leute. Ich bin auf der Privatinsel, auf der es angeblich echte Artefakte von H.H. Holmes Schreckensherrschaft gibt. Ich begebe mich jetzt zu dem Haus. Perfekt, Kate. Jetzt dreh dich zum Haus und lauf los. So, das reicht. Und cut. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Wie sie mal. Warum hat er so eilig? Hier lang. Warum leuchtet er ins Bild, wenn er nicht. Machst du noch ein paar Aufnahmen werden will? Natürlich. Das ist ein Typ. Wer ist er? Georgie. Das Tor war doch gerade verschlossen, oder nicht? Kann ich zurückgehen? Mystic Matt ist ganz schön streng. Hab ich gemerkt. Du musst dich hier umsehen, ohne dass er es merkt. Der Mann hat ein Recht auf Privatsphäre. Er verbirgt was. Und ich will wissen, was es ist. Was hast du vor? Was du damals mit den Cops in Glendale gemacht hast. Ernsthaft? Verführen. Au, mein... Verdammt! Was ist passiert? Alles okay? Bist du über dein Ego gestolpert? Wir sollten sie ins Hotel schaffen. Oh, ich kann es kaum bewegen. Jamie, bleib bei ihr. Warum ich? Weil du Erste Hilfe kannst. Du hast sie doch zusammengepflegt. In Glendale. Oh, stimmt. Okay. Wir holen Eis und einen Verband und kommen zurück. Haben Sie das im Hotel? Ja, sicher. Dann gehen wir. Was ist los? Na los, ich erkläre es dir später. Warst du wieder im Schauspielunterricht? Ja. Was will Charlie? Eine bessere Übersicht. Und wir sind die Späher, weil? Weil ich charmant bin und du das Sicherheitssystem umgehen kannst. Komm. Wow. Sind Schraubenzieher oder was? Was war das? Sah aus wie ein Schraubenzieher oder ein Messer? Eispickel. Ja. Ja. Mal durch. Erkunde die Insel. Okay, das ist jetzt hier, wie heißt sie? Das ist Kate. Kate. Wer von uns spielt Kate? Ja. Möchtest du, Benny? Möchtest du? Wenn ich nehme ich Kate. Ja, ich gönn dir mal Kate. Gut. Ja, wie geht hier gerade so eine Fliege schon wieder auf den Sack? Okay. Schauen wir uns erstmal um. Hey, kann ich dich was fragen und eine ehrliche Antwort kriegen? Also, ohne deine Klugscheißerei oder die ewigen Beleidigungen? Das gilt für uns beide. Okay, sag die Wahrheit. Kann man die Show noch retten? Vielleicht. Wenn sich hier so eine Art heiliger Gral an Material oder Information findet.
Hältst du das für möglich? Nein. Nein. Im besten Fall kriegen wir gutes Schnittmaterial. Aber das rettet uns nicht. Okay. Dann gucken wir uns... Ah, ein Schuh. Diesen Pumps? Schuh? I don't know. Der hat... Warte mal. Stückchen. Dem fehlt der Absatz? Da fehlt der Absatz. Klassiker. Der steckt im Gulli fest wahrscheinlich. Noch klischeehafter geht's ja nicht. Okay, also, warum ist hier ein Schuh? Also. Ja, okay. Also, tatsächlich, wenn ich da jetzt langlaufen würde, irgendwie würde mich das nicht so tatsächlich irritieren, wenn ich da einen Schuh finden würde. Alles hier? Denke ich so. Oh! Ein Obole! Eine Münz? Und die sagt jetzt was? Nice. Turn around. Kann ich nicht. Nee? Nö. Wenn ich die mitnehme? Ah, okay. Mitgenommen. Aha, zweite Münze. Zwei Stück. Oh. Seid ihr gerade so durchs Bild so? So, Private Property Keep Out. Ja. Privatbesitz. Betreten verboten. Okay. Wir machen es trotzdem. Weil wir sind Rebellen. It's a bit of a scramble. What? Dieses Gemixe manchmal, a little bit scramble. Das ist, Okay. Neo, eigentlich zisst man halt auch in diesen Spielen halt einfach ein. Das ist halt, die gehen halt mit der Zeit. Verstehst du? Ist halt sass, aber so ist es. Ist sass, ja, ist sass. So, watch your head. Ja. Pass auf den Kopf auf. Machen wir. Was? Bunkeranlage hier, ey. Was ist das denn? Was ist... Wir gucken erstmal seitlich. Gucken. Was haben wir da? Ein Koffer? Ein Sitz? Was ist das? Rohre. Warte. Ah. Rohre, ja. Aber hier kommen wir auch nicht weiter. Fenster haben wir keine zum Reinklettern. Haben wir hier die in die Tür? Geht auch nicht. Okay, schade. Nee? Gibt's hier noch was? Ja, die Tür ist, Strom? Strom? Stromkasten? Nein. Ja, wir sind auf einer Insel jetzt. Wir sind quasi jetzt übergesetzt, Herr Junger. Und, ich denke. Ja, wir sind jetzt, genau, also wir wurden jetzt rüber geschifft mit... Love Island. Wie ist der jetzt nochmal? Er hätte uns echt mal vorwarnen können. Worüber denn? Dass wir hier so ein bisschen Jump'n'Run machen? Ah, guck mal. Ja, also springen geht. Also du kannst dann hier so sprinten mit Leertaste, springst du rüber und dann ist eigentlich ganz cool gemacht. Mann, guck dir mal diesen fetten. Fall bitte nicht runter und Stamm stirb, an, ey, was man da nur draus machen könnte. Das mag noch heult. Deine Sorge rührt mich. Echt. Was für eine Taste schneller? Drückst du jetzt eigentlich? Einfach nur W. Und ab und zu mal A und D. Okay. Zum Ausbalancieren. Schön, dass R eingeblendet ist. Ja. Ich frage mich gerade. Bei der Tastatur? Okay, gibt's hier noch was Schönes? Nee? Aber guck mal hier können wir jetzt ins Haus rein. Oh. Ja, okay. Nicht was. Können wir das nehmen? Was ist hier? Oh, hat nur reflektiert. Schade. Aber hier gibt's da bestimmt noch was. Telefon? Nee. Oh, Telefon. Ansehen. Ansehen. Oh. Wo das wohl hinführt? Den Hügel hoch und runter. Ja, aber was liegt am anderen Ende? Ja. Junger schreibt da, finde aber nett, dass man klettern kann. Fühlt sich dynamisch an. Tatsächlich ist das so. Ich befürchte nur, dass das nachher so spielrelevant wird, irgendwie, dass natürlich die Wahrscheinlichkeiten, dass wir irgendwo verkacken werden, exponentiell steigt dadurch. Na, es kommt auf die Reaktionszeiten an, ne? Also mit Springen, Klettern und sowas alles. Aber zum Glück ist es alles eine Taste. Also nur die Leertaste drücken. Im Zweifelsfall in einer Panikaktion einfach wild Leertaste drücken. So ein Button gemash oder so. Leben Sie hier draußen auf der Insel? Runter! Mit Ihrer Familie? Meine Frau ist. Versteck dich doch! Oh, scheiße. Tut mir leid. Ey, nachher werden wir wegen ihr erwischt. Kommen Sie, wir sind gleich da. Sie haben uns nicht entdeckt. Kommen Sie, na los. Ja, das war aber nicht deine... Hier draußen ist nichts. Dein Verdienst. So lahmarschig, wie du warst. So, ganz kurz gucken, ob es hier noch Münzen gibt. Also auf die Münzen habe ich es ja abgesehen, ne? Bin ich ehrlich. Alter Sparfuchs. Ja, nachher verpassen wir irgendwas. Ich wette, wir haben schon irgendwie ein, zwei Münzen verpasst oder so. Könnte ich mir vorstellen.
Naja, wir haben ja auch in den vorigen Spielen auch nicht alle Sachen gefunden. Was konnte das man stimmt. Da achso, das waren irgendwelche Fotos und so, ne? Bilder zum Beispiel. Ja. Haben auch ein paar übersehen. Wir sind trotzdem irgendwie durchgekommen. Ob man jetzt natürlich nachher eine rosa Jacke freischaltet oder was für ein Hauptcharakter, das ist kann für ich mich jetzt halt mal nicht so schlimm, irgendwie, wenn man das nicht schafft. What about over there? Was meinst du? Was da drüben los ist. Was ist da? What about over there? What about it over there? There's look up here. No, it's locked. It's locked. Oh, hier kann man bestimmt rüberklettern, oder? Aber pass auf den Efeu auf. Da kannst du doch rüber. Bestimmt. Ja. Guck mal, ist auch wieder der gute Kantenmaler, so schön wie du ihn immer nennst. Ja, ne? Der Kantenmaler war da. Ist ja. Ist ja auch nur im Mobs, ist ja nur vom Gronk, der hat das mal gesagt. Ich hab dich auch nicht so übernommen. Ach so. Oh, hier, warte, hier liegt noch was. Ah. Was totes ist der hier? Getier. Oh nein. Alter! Ja, gut. Gehört dazu. Also, auf so einem großen Grundstück, oder? Also, oder? Ja. Hat aber auch. Der Schwanz ist aber auch ganz schön dick. Und ich meine das von der Ratte. Nein, du brauchst gar nicht so in die Kamera gucken. Ey. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon in deinem Gesicht. Weil das keine Ratte ist. Was ist es denn? Was ist das? Ein Frettchen. It's a little Frettchen. A dead ein Frettchen? Yeah. Hashtag ab 18. Ja, Benny ist da sehr subtil immer so. Komm in den geilen Discord von Benny und Steve. Ey. Das sollte noch gar nicht, das war eigentlich nur ein scheiß Platzhalter. So was steht hier. Deswegen immer wichtig, was man für Platzhalter schreibt. Mittelmeer, Kreuzfahrt 21, schön. Anscheinend hat Dümmet eine Familie. Oh, das ist aber auch so ein glückliches Familienbild irgendwie. Das sieht aus, wie als wenn die Tochter seine Sicht nur in Kleen hat. Ohne Bart. Aber, was macht das Foto hier? Also so, in diesem. Stellt euch hin, wir sind jetzt glücklich. Ja, Vater! Hier gibt's doch bestimmt noch. Ich hab gehört, du bist auf Wohnungssuche. Lade mich nicht zu. Ich glaube, das kann ich mir nicht leisten. Aber mega schönes natürliches Licht. Ein Beobachterguide über die Vögel der britischen Inseln. Genau, Truman Show. Der Vater! Namen Benny! Namen Benny. Genau, lest du's vor. Namen Benny, Namen Steve und Chat. Grüß dich, Vater. Hallo! Schön, dass du da bist. So, jetzt gucken wir mal uns wieder ein neues Bild an. What is there? Jojo, das sah schön aus. Sieht aus, als hätte das so ein Foto aus so einem Kaufhaus irgendwie aus einer Fotowand gemacht. Ja, oder das ist so ein Bild, was schon drin ist in so einem Rahmen, wenn du das kaufst. So eine Stockfamilie so. Okay, also wir haben jetzt gerade gesehen, dass unsere Partnerin hier, sie hier, irgendwen umdreht. Und in dem Stuhl, ich vermute mal, lag eine Leiche oder so? Also auf jeden Fall war da eine Person abgebildet, sagen wir mal so. Ja, ich würde mal auch ganz vorsichtig sagen, tot. Ganz vorsichtig. Ja, ist so ein Klassiker, ne? Also so ein Stuhl drehst du um und auf einmal siehst du da irgendwie wie jemand... Ich würde wie Van Halen jetzt einfach sagen, was sie jump. So, sind wir hier rüber gejumpt, was können wir jetzt machen? Also hier wahrscheinlich hier hochklettern? Klettern? Hier... Ah, nochmal klettern, okay. So geil. Schön. Wir werden beobachtet. Auf jeden Fall sind die alle relativ fit, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich so ohne weiteres mit meinen 186 Kilo auch kommen würde. Wenn ich in der Natur wandern wollen würde, wäre ich nicht in die Stadt gezogen. Hallo? Dieser Scheiß gehört nicht zu meinem Job. Also manchmal ist es komisch, aber egal. Mit der Steuerung. Okay, hier geht's wahrscheinlich noch weiter hoch, aber wir gehen erstmal hier gucken, weil hier sieht's aus, als ob sich hier was... Guck mal, da versteckt sich da was. So richtig toll irgendwie. Oh, noch eine. Oh, schön, noch eine Münze. Hör mal. Na, die nehmen wir doch mit. Schwepp. Zack. Dritte Münze. Wie gesagt, ich bin echt gespannt, was wir mit den Münzen nachher beim Kurator machen können. Ob wir da irgendwie was... kaufen können oder uns Infos erkaufen? Viel cooler. Pro Münze kannst du ja immer beim Kurator so machen. So. Nee. Das wäre ja geil. Oh,
Und hier geht's zum Gang. Das erinnert mich an beschissene Zeltlager. Ach. So, jetzt gucken wir mal weiter hier. Oh, können wir da hoch? Nee, ich also wir können es probieren, aber. Ja, wahrscheinlich. Nein. Es ist eine Wand. Eine Mauer. So, ich muss sagen, bis jetzt ist mir von dieser Gruppe noch gar keiner sympathisch. Von mir aus können die alle da sterben. Wenn ich das Auto bis hierhin bewegen kann, schaffen wir es rüber. Wie willst du das Auto dahin bewegen? Wie denn? Was ist das Auto? Meint ihr die Gondel? Nee. So, wir müssen wahrscheinlich erstmal hier... Ja, kommen wir nicht rein, weil ist abgeschlossen. Okay, gut. Hier haben wir einen Stromkasten. Kann ich den jetzt schon anmachen? Wahrscheinlich nicht. Siehst du die Schalttafel? Ja. Die ist kaputt. Hier gibt es doch nicht mal Strom. Versorge die Schalttafel mit Strom. Das habe ich mir fast gedacht. Okay. Dann suchen wir uns jetzt einen Generator. Obwohl wir hier gar nicht sein dürften, versuchen wir jetzt einen Generator ganz leise anzumachen. Super. Oh, guck mal. Auf dem Geländer kannst du tatsächlich das Glück haben, dass er keiner hört, ne? Irgendwie. Na gut, bei der Größe des Geländes hast du recht. Klar, ein paar. Aber wir klettern erstmal hier hoch, damit wir... Ach, pass auf. Okay, ich verstehe. Wir müssen wahrscheinlich hier rüberspringen und uns denn hier runterlassen. Aber hier geht's nochmal hoch. Ich will mal vorher nochmal gucken, ob es hier noch was zu entdecken gibt. Wie eine Münze. Ne? Münzen? Die haben definitiv Train Car mit Auto übersetzt. Siehst du, guck mal hier. Münze! Oh, mit Totenschädel diesmal drauf. Hat das was zu sagen? Tier oder Totenschädel? Ey, also ich würde sagen, ja, vielleicht... Oh! Das hat fünf Dinger gegeben, okay. Das ist gut. Das nehmen wir mit. Ja, ist halt, aber ist. Da weiß Benny Bescheid. Benny weiß, wo die Kohle zu finden ist. Münzen. Spürnase. Ja, ist hier. Also oh, Münzen suche ich. Habt ihr noch Werkzeugkasten? Nee? Okay. Cool. Werkzeugkasten? Okay, dann untersuchen wir mal. Ganz, ganz simpel. On, off. So, würde ich selber machen. Tschüss. Vielleicht kriegen wir es zum Laufen. Bewege den Waggon. Ach, deswegen kommen die auf Auto, wegen Wagon. Wagon? Waggon? Ich bin auch der Meinung, wird nicht mit Doppel-G geschrieben, oder? Nee. Oder? Nee. Jamie? Kriegst du das hin? Ja, Jamie. Mach mal Jamie. Jamie ist jetzt, schau mal. So, willst du Jamie spielen? Ja, ich spiele gerne Jamie. Drücke zum Ausrüsten der Universal-Messgeräte. Jamie kann die Universal-Messgeräte verwenden, um Sicherungskästen zu reparieren. Na dann? Ah, das ist die Tüftlerin. Okay, Jamie. Wir müssen nach... Oh Gott. Okay. Ja. Schön. Die Steuerung. Ich muss das jetzt mit den Pfeiltasten machen. Es... Kann man machen? So, jetzt ist die Frage, muss ich zuerst den anmachen, damit ich den hier rüber anmachen kann? Probier's mal. Trick 17! Yes! Verdammt, bin ich gut! Und nice. Selbstbewusst ist er auch. Ja. Mit so einem Haarschnitt bist du selbstbewusst. Kate. Ui, die Musik wird drastisch. Warte mal, wir gucken Kate jetzt noch. Wagon surfen? Oh nee. Oh, wenn du da jetzt mit... Echt jetzt, Alter, da hat noch keiner mal irgendwie eine Räuberleiter gemacht von den Typen. Und von den Mädels. Man macht... Räuberleiter macht man nicht so. Wie tritt er auf, passiert das. Du musst immer die Hände verschränken. Immer die Finger verschränken. Nur dann geht halt. Das ist so geil. Ich will jetzt mit der Maus mich eigentlich vorher, bevor ich mich bewege, umsehen. Das Einzige, was ich machen kann, ist, wie sie den Kopf dreht. Ich sehe aber nichts von der Kamera. Das, so, ich muss einmal einen Millimeter vor und jetzt kann ich erst mich so umschauen. Benni, okay. Sag mal, alle gut. Okay, jetzt droppt er hier jetzt zum geilen YouTube-Channel von Benni und Steve im Chat. Hörst du das? Oh, da. Georgie. Verstecken. Okay. Versteck dich. Wir dürfen nicht gesehen werden. Wir sind hier heimlich. Tatsächlich wäre mal interessant, was überhaupt passieren würde. Ich will es nicht ausprobieren. Der Typ mit diesem Regen... Ja, bringt der dich so außer Fassung? So ein Typ mit so einem gelben Regenmantel?
Ja. Ey, der hat einen Regenmantel, du siehst ihn nur von hinten, du siehst nie sein Gesicht, der hat nur Handschuhe an. In so einem Spiel? No way. Da gehe ich auf gar keinen Fall hinterher. Aber er hat uns netterweise die Tür da aufgemacht, guck mal. Das ist doch ganz höflich. Auch wenn er uns... Sag, er ist vielleicht netter. Ja, viel ist netter. Vielleicht. Don't judge the book by the cover. Aber wo ist er hin? Also, ist er jetzt wieder zurückgelaufen? Kann ich... Ach nee, hier kann ich nicht durch. Ja, da hab ich geschlossen, ist ein ordentlicher. Aber hier hat er uns aufgemacht. Das was das wohl ja. ist. Warning. Oh, schön. Toxisch. Gefahrstoff. Okay. So. Das kann jetzt eine Menge bedeuten. Gefahrstoff. Können wir uns da irgendwas mopsen von? Oder? Könnte jetzt für den Swimmingpool Chlor sein? Ist auch ein Gefahrstoff? Hm? Oh, warte, warte. Können aber auch mit alten Socken drin sein. Wer weiß. Also, das kann alles sein. Ey, ihr habt's doch gerade... Ich hab's doch gerade blitzen sehen. Ey, da... Da. Ja. Der tote Tier? Ist ein tote Tier? Nee, ich... Jetzt. Der Stiletto. Also, der, ne? Der... Wie heißt er? Der Stiletto? Der Absatz? Danke. Okay. Stiletto-Absatz, siehst du? Haha. Ha? Oben rechts, oben links stand's. Die Sache. Was sagst du denn? Ja, ist ein Stiletto-Absatz. What? No point just standing around. What? We're standing around. Okay, komm. Weiter geht's. Ah, genau. Der Vater, er ist der Gärtner und seine Frisur soll nicht nass werden. Ja. Ja, ne, vielleicht hat er ja auch Sondallergie. Vielleicht trägt auch Herrn einfach nur ekelhaften gelben Latex-Bewies. Ich glaube, das ist netter. Hm. Meinst du am Ende, dass es der ist, der uns... Hey. Oh. Sag mal, seid ihr bescheuert? Oh, schon viel besser. Ich musste es wohl nur kurz ausruhen. Ich bin in Ordnung. Wir haben eine Abkürzung gefunden. Sie müssen wirklich dort bleiben, wo ich es sage. Verstanden, Mr. Dumette. Alle sind hier. Hey, sag mal. Weiter. Bitte alle unter dem wachsamen Blick von Mr. Dumette bleiben, klar? Was läuft denn mit denen nicht richtig? Kate. Und was hast du rausgefunden? Was denkst du? Wir haben ein Foto gefunden. Ein Ferienlager aus der Hölle. Egal. Wir kriegen schon noch raus, was er im Schilde führt. Mach dir keine Sorgen. Nur Rüst, nur Fun, ja. Sind die dumm? Kommst du? Aha. Ja, sind hast die. Hast du Höllenangst? Vielleicht. Oh, eigentlich müsste Stevie den spielen. Er hat Höhenangst, Stevie. Scheiße! Wir werden alle sterben! Und das könnte ich sein. Jetzt! Geh! Oh mein Gott, entspann dich, Mark! Er ist Mark, übrigens. Ja, ja. Das Achso. War uns schon das bewusst. Ist verdammt steil. Geht's? Oh Mann. So, Stevie, dein Part? Naja, komm, mach mal einen zusammen. Wir sind ja... Ich weiß ja nicht, ob da noch was läuft. Zwischen Mark und Kate. Du schaffst das. Komm, du schaffst das. Blick nach vorn, nicht nach unten. Ist okay. Ich schaff das. Ja, wirklich? Oh, mitfühlend. Ui. Hätte nicht gucken sollen. Das ist nur Wasser da unten. Und du kannst schwimmen. Und die Brücke sieht stabil aus. Soweit. Ja, hüpft doch nicht noch drauf rum, wenn der Höhenangst hat, Mensch. Komm schon. Genau so. Siehst du? Geht doch. Ich sehe nicht hin. Nicht runtersehen. Klar. Guck. Geht doch. Das ist aber auch schon eine harte Höhenangst, die er da hat, oder? Also. Danke. Du hast mir schon immer durch solche Scheiße geholfen. Ja. Gibt Leute, die wir noch nicht mal auf eine Leiter steigen können. Mr. Dumette einholen. Okay. Krass. Wo sind denn alle? Tut mir leid, typisch Stadtmenschen. Na los, wir vergeuden Zeit, Leute. Oh. Ey, wenn das jetzt noch einmal von Stream Elements kommt in unserem Chat, dann muss ich kurz raustappen und es deaktivieren. Das ist... Oh Gott, wer ist er denn? So, jetzt sind wir hoffentlich endlich beim Haus hier.
Ja, mit dem wunderschönen Gärtner, so schön wie ihn betitelt. Ich sagte, das ist ein netter Benny. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat 20 hinter den Ohren. Warum? Weil er gelben Mantel das, hat? Wow. Ja! Mr. Lumet, was für ein fantastischer Ort. Ja. Vielleicht doch kein verschwendetes Wochenende. Ja, keep out. Steht bestimmt nicht umsonst da. Mit Latex Ringmantel. Hashtag ab 18. Hallo. Ja, heute ist wirklich hier. Wer bist du denn? Hashtag ab 18. Was machst du da? Da war ein Mädchen. Da oben. Die Tochter. Du hast doch das Foto gesehen. Ja. Kate. Vermutlich dein einziger Fan. Und jetzt ist sie auf ewig fort. Du bist so ein Arschloch. Absolut. Das sind irgendwie alle eklige Charaktere. Alles hier ist zerbrechlich. Seien Sie bitte vorsichtig. Ach Gott. Der wirkt aber auch ein bisschen nervös. Mann, das ist genial. Wow. Sieh nur. Das ist schon da. Fantastisch. Und? Das ist Mädels aus wie die heftig. Tochter, ja. Absolut. Würden Sie sich bitte alle hier eintragen? Nein. Wir sind nicht vollzählig. Der Rest kommt bestimmt gleich und wird auf die Zimmer gebracht. Kate Schminkhofer bremst alles aus. Ich mach das draußen. Aaron, können wir bitte wieder rausgehen? Blauer Rucksack. Ich bin auch noch drin. Machen Sie sich frisch. Wir sehen uns dann zum Abendessen. Um 8. Mr. Dumet, ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Das ist einfach fantastisch. Habe ich nicht gesagt, dass es ein guter Plan ist? Ich hab's gesagt. Wie er sich feiert. Ja, das ist super. Hat er gesagt. Die alte Luftpumpe. Also, es hat einen Griff um! Es hat einen Griff! Fass es doch am Griff an! Warum trägst du den so? Wieso? 01. Mensch! Was ist. Wieso? Wer ist das? Das ist Mutter. Mutti? Psycho. Achso. Könnte es auch wirklich sein vom Haarschnitt her, Audi. Da bist du ja. Haut sich aber nicht gut aus. Arbeit. Und? Du warst den ganzen Tag fort. Und ich mache mir hier Sorgen. Den ganzen Tag weg, ohne ein Wort von dir. Ich weiß nicht, also das macht den regelmannten Typ da nicht besser, finde ich. Das ist wie im Psycho. Ich glaube, das hat die Frau ja nicht gesprochen. Das war der oder die im Regenmantel. Wie im Psycho. Das ist mein... Oh! Sorry. Du bist schreckhaft. Oh mein Gott! Ich wechsle besser die Unterwäsche. Hast du mich nicht kommen gehört? Sie kennt man tatsächlich aus einer Serie. Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Kate hat im Fenster ein kleines Mädchen gesehen, als wir draußen waren. Das habe ich auch. Ein Mädchen. Mr. Dumet hat bestimmt Familie, Angestellte, Freunde. Wer weiß? Sag mal, die haben doch beide das Foto gesehen, oder nicht? Nee. Wer läuft hier eiskalt den Rücken runter? Es ist Jamie. Einzigartig. Okay. Hast du gesungen? Oh, ja, das ist mein Keine-Angst-Lied. Das ist mein Keine-Angst-Lied. Ich sing, damit mir nichts geschieht. Funktioniert nicht. Penny, singe ich jetzt jedes Mal, wenn wir irgendein krasses Spiel spielen. Ja, ich bin wohl direkt um die Ecke. Einfach toll. Oh, geil. Das ist meins. Okay. Okay. Dann viel Glück. Viel Glück. Verlauf dich nicht. Schrei einfach, wenn irgendwas ist. Danke. Na klar. Hört man auch gerne. Schrei einfach. Keine Angst haben. Wobei, hey. Ja? Warum wartest du nicht kurz? Ich pack aus und dann suchen wir dein Zimmer. Weiß nicht, an diesem Ort sollte man lieber nicht allein unterwegs sein. Ja, danke. Ich würde mich bestimmt verlaufen. Ist nur ein Gang, Süßer. Ja. Hohohohohohohoho, Moment mal. Kann das sein, dass Jamie? Und Aaron? Tja, es ist, Why not? Gemütlich? Ich stecke am 18.
Wer spielt denn die? Du. Neckisch, sagst du? Du spielst sie? Nee, du. Nee, das ist ja jetzt die andere, ist nicht die. Das ist Jamie. Neckisch. Mhm, gemütlich macht Spaß. Vielleicht teilen wir uns wieder ein Zimmer und sind morgens verheiratet. Du redest im Schlaf. Habe ich dir wohl nie gesagt. Ach ja? Was hab ich gesagt? Es war eigentlich nur zusammenhangloses Gefluche. Oh, ich war wach. Ich hab Kates Social Media Posts gelesen. Ach, diese Bitch. Okay, hass mich bitte nicht. Aber sie war ganz nett zu mir. Okay. Das mit Mark geht ihr bestimmt näher, als sie zugeben will. Lügen, sie ist ein Roboter. Wo ist das Bad? Was? Oldschool. Ekelschool. Was, wenn ich nachts pinkeln muss und Charlie gerade eine Sitzung da drin abhält? Dann gibt es wohl auch keine Minibar. Oh? Da lagst du falsch. Was ist das? Wein, du Spezi. Aber wenn wir jetzt trinken, findet Charlie es raus. Liest mir die Leviten und ich stehe als absolut lippensynchron. Aber sowas von. Sowas macht er. Aber sind nicht im Dienst. Bis wir den Dreh vorbereiten. Was betrunken schlecht geht. Ich sag ja auch nicht, dass wir uns vor der Arbeit die Kante geben müssen. Warum tust du das? Ich hab Durst. Und du bist süß, wenn du trinkst. Aber ich... Süß? Du findest mich süß, hm? Oh. Och, der Lippbalm ist hier runtergefallen. Willst du meinen benutzen? Du bist so schusselig. Oh, komm, willst du meinen benutzen? Nimm meinen, falls du Herpes Roulette spielen willst. Oh, Herpes Roulette spielen willst? Der war schön. Oh. Wo ist er hin? Der fand ich gut. Er ist ganz da hinten an der Wand, siehst du? Ja, dann... Alles okay? Scheiße! Willst du mir Angst einjagen? Nein! Ach, weil... Klappt echt gut. Ich hatte eine Stauballergie. Oder Asthma. Erin kann mit ihrem Inhalator Asthmaanfälle aufhalten. Ja, okay, dann nimm noch. Aha. Okay. Ist okay? Hallo? Bist du dir sicher? Weil... Ja, die Angst einzujagen hat wohl nicht geholfen, oder? Nein. Aber ernsthaft, ist nicht deine Schuld. Ich das wollte... Sieht schon richtig krass aus von der Versuch Grafik. So zu tun, als wäre nichts, weißt du? Ja. Dieser Glanz in den Augen sieht wahnsinnig gut aus. Ich will mir das durch den Spiegel. Aber... Staub und Allergien und... Ich muss einfach besser aufpassen. Sicher? Sicher. Ich bin sicher. Das ist so geil. Also, sind Sie sich wirklich sicher? Ja. Gemütlich. Okay, also wir werden und holt mal jemand den ollen Lippbalm da jetzt raus. Probierst du das echt? Und diese jetzt gute Tasche mit diesem Schraubenzieher. Ist es nicht. Du lügst nicht. Er ist... Pico? Fast ein Klassiker. Sicher? Ich schmecke Eichenfassbouquet. Genau. Ein Hauch von Zitrusnoten. Oh. Schöne Rosenthaler Kadak aus Deterberg, wisst ihr? Und ich würde sagen, ein kräftiger Schwung schimmeliger, vollgeschwitzter Oh mein Gott. Oh. Ich hasse dich. Du lügst wie gedruckt. Was? Dass du süß bist, war keine Lüge. Ich hab gelogen, der Wein ist Schrott. Entschuldige. Ich dachte, du meinst das mit dem Süßsein. Mm. Wirklich? Falls ich rot werde, war das der Wein. Nicht, weil ich schüchtern bin. Ich schwöre es. Wirklich. Wollt nicht, dass du dich komisch fühlst. Ich, ja, es ist nur... Wir arbeiten zusammen und Charlie nervt mich dauernd, ich soll professioneller werden und... Verstehe. Nicht, dass ich das nicht zu schätzen wüsste. Erin. Oder dass ich dich nicht auch süß finde. Es ist nur, Ja. 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 Nähern. Wir nähern uns. Und Thumbnail. Was wird das? Oh mein Gott. Echt jetzt? Oh, jetzt haben wir schön auflaufen lassen, ey.
Du Bitch! Das ist doch durch! Ich verarsch dich doch nur, ich will dich seit Monaten küssen. Hatte bloß denn Angst vor dem ersten Schritt? Geht doch, meine Güte, ey. Hashtag ab 18, oh, Freunde. Sorry. Was denn du? Ja, jetzt war es ein bisschen übereifrig. Nicht von der Bandkarte stoßen, quasi. Bonusinhalt freigeschaltet, okay. Wer ist das? Mach mal den Spiegel kaputt. Den da. Macht man nicht. 7 Jahre Pech. Ist das eklig, der Typ. Sarkastisch. Machst du hier draußen jetzt einen auf Perverser? Sorry, störe ich euch gerade bei irgendwas? Nein, wir haben nur gefachsimpelt. Wir machen uns Sorgen, ob das Stromnetz unsere Ausrüstung packt. Ja. Wenn hier alles mit einem Generator läuft, müssen wir wissen, was er kann. Mir ist egal, was ihr da treibt. Dann lunger nicht rum. Ich finde mein Zimmer nicht und brauche eine beschissene Zigarette. Die komischen Dinger da sind Zahlen. Sie steigen der Reihe nach auf und ab. Danke, ich war gerade da unten. Gib mir 10 Minuten, dann habe ich einen groben Plan für die erste Einstellung. Wir haben den ganzen Abend. Geht das nicht nach dem Essen? Ich will mal kurz entspannen, nach der krassen Wanderung hierhin. Nach dem Essen will ich drehen. Ihr habt 10 Minuten. Okay, wir kommen gleich runter. Ja. Oh, Aaron, hab die blaue Tasche gecheckt. Keine Zigaretten. Ich hab sie da reingetan. Dann zeig's mir mal. Vielleicht ist einer von uns beiden farbenblind und weiß nicht, was blau ist. Wer ist sie, die Assistentin von ihm, oder was? Fortsetzung folgt also? Ja. Hm. Auf jeden Fall. Jawohl. Da freut sich jemand schon. No. Viel Glück bei der Zimmersuche. Oh ja, die Tür ist richtig gut zugegangen. Ich würde trotzdem gerne noch mal wissen, was ist jetzt hinter diesem Spiegel? Komm, ach, na komm los, los! What? Dumet und seine Tochter hauen ab? Ja, aber so? Also so fluchtmäßig? So, ja, überhastet. Wo zur Hölle gehen die hin? Ich sag dir, der Regenmanteltyp ist ganz, ganz strange. Hast du es gehört? Mhm. Da hinten waren Geräusche. Oh Gott. Ach, der ist der Fahrer auch wahrscheinlich, oder? Das kann sein. Was ist denn mit den beiden? Eine Puppe, glaube ich, oder? Das war da jetzt kein... Aber... Quasi die... Ja, okay. Die Klamotten von der einen, oder was? Sieht aus wie die von... Ja, ja. Charlies Schlafzimmer. Hm. 1922. Ich suche ja. Oh, Kate wollte dir das geben. Wände einreißen, durch das Labyrinth der Angst navigieren. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Sie dachte wohl, das hilft dir bei Stress, oder? Ganz bestimmt nicht. Ich bin nicht gestresst, okay? Nö, überhaupt nicht. Sehe ich irgendwie gestresst aus? Ja. Das war rhetorisch. Oh, deine Karten sind schön geworden. Oh ja, geprägt. Macht einen großen Unterschied. Alte Männer stehen echt auf Visitenkarten. Alte Schule. Alte Schule-Männer. Auf schwerem Papier gedruckt. Und das Logo ist in Folie. Shit. Hätte ich nur eine für Mr. Dumet gehabt. Hast du sie gefunden? Nein, ich schwöre, sie waren da drin. Das verstehe ich nicht. Na, scheiße. So, verzweifelt. Verzweifelt? Ja, doch für Kippe. Such in der anderen. Hast du das nicht schon? Such einfach. Außerdem bin ich eklig. Hab ich gesagt, ich bin nicht eklig. Sind nur Klamotten und... Okay. Aber er hat schon seinen anderen Captain Young. Hast du gesehen? Das Studio? Nee. Ich habe die Studiomiete vom falschen Konto bezahlt und der Scheck ist geplatzt. Ich muss nur ein anderes... Alles gut. Muss mal hinten gucken, auf also die Kleine. Also ist alles in Ordnung.
Sorg dich lieber um meine scheiß Zigaretten. Oh, der ist so eklig. Sie sind weg, Charlie. Weg? Einfach so? Da. Also hat sie jemand geklaut? Ich weiß nicht. Könnte ich mir bei Kate gut vorstellen. Oder Jamie. Tut mir leid. Na? Ja, frustriert. Frustriert, okay. Es sich anzuprägen, reicht nicht. Details sind wichtig. Ja, okay. Ich werde mich bessern. Das ist ein riesiger Kasten. Irgendwo müssen hier doch bestimmt Zigaretten rumliegen. Brauchst du sie so dringend? Beim Foyer war eine Bar. In einer Bar gibt's doch Zigaretten, oder? Naja, in Bars ist das Rauchen eigentlich verboten, also... Na los, sehen wir nach. Wenn du welche findest, verzeihe ich dir. Alter, der hat ein richtiges Problem, habe ich das Gefühl, oder? Also, nein, nein, nein. Also du gehst jetzt erstmal nach hinten hin und holst dir deinen Spated Cap, weil das hast du ja schon ausgepackt. Ach da, das ne? Hier. Das hängt ja schon da. Das kannst du dir auch meine ansehen. Ersatzmütze. Genau die gleiche. Meine Ersatzmütze. Halt. Ist doch ganz normal. Meine Ersatzmütze, Alter. Das ist... oh Gott. Okay. Oh Gott, was war das? Es... kann man, muss man unkommentiert lassen. Das ist ja, das was steht für sich. Versuchen? Von Lonnet Entertainment. Räumungsbescheid. Ach, wie schön. Schön. Ja, wir sind wohl nicht mehr ganz so aber ich liquid. Kann ich damit irgendwas machen? Nee. Nee, okay. Nur nee, zurück. Er packt generell solche Post, legt da einfach ungelesen hin. Okay. Guck mal, wir können hier sogar noch ein Feuerzeug anmachen. Ja, geil. Guck ja. Mal. Aber Gloria würde sich... Okay. Oh, warte mal, untersuchen. Oh, oh, was haben wir da? Oh, das Yellow. Kreuz. Oh. Großartiger Roman. Ja, jetzt bist du dran, Stevie. Wieso? Der Bestseller-Autor von Schleier der Unschuld, Hashtag 18, liefert eine packende neue Interpretation eines der gnadenlosesten Massaker der Geschichte. Tötet sie alle! Gott wird die Seinen erkennen. 22. Juli, 12.09 Uhr. An nur einem Tag wird die friedliche Stadt Bizet von einem Massaker heimgesucht. Der tyrannische Kreuzritter Simon de Montfort ist entschlossen, die Stadt mit den grausamsten Mitteln von allen praktizierenden Katharian zu säubern. Tief in den verborgenen Höhlen der Kirche St. Marie Magdalena hat sich eine letzte verbliebene Gruppe von Katara Perfecti versteckt. Aber sie können sich nicht ewig verstecken. Der jüngste Perfecti, Pater Escrivan, hat mit Hilfe seines lebenslangen Freundes, des katholischen Priesters Mouret, einen verzweifelten Plan zur Flucht ausgeheckt. Aber alles hängt von einer feinen Balance aus Mut und Glauben ab. Packend, spannende Geschichte wird lebendig. Hartley läuft zu Hochform auf. The Herald. Ja, ich muss jetzt sofort lesen. Na gut, dann gehen wir mal weiter hier. Mal gucken, was Olle Johnny, der unbedingt Kippen haben will, noch hier so alles findet. Charlie. Ja, Charlie, Johnny. Hatte nur eine Flasche Rotwein. Aha. Du sprichst ja irgendwie 3 Sixpack komisch aus, Vater. Ich wage es zu bezweifeln, der Vater, dass du nur eine Flasche Rotwein hattest. Einfach nur so. Genau. So, wir gucken jetzt mal, wo wir... Kippen! Oh, sind wir kippen! Zigaretten finden! Und kommen wir... Okay, hier kommen wir nicht rein. Das ist so krass, dass der auch dabei immer so... Ja, der atmet... Also... Also, du sagtest, es wäre nichts. Aber das mit der Bank... Du verbeißt dich. Normalerweise eine gute Sache, aber nicht hier. Ich meine, du würdest uns doch sagen, wenn unsere Jobs auf dem Spiel stehen, oder? Es ist Fernsehen. Nope. Da stehen ständig alle Jobs auf dem Spiel. Klar, aber... Es ist okay. Bitte, Aaron. Ich habe das mit dem Sender geklärt. Wir arbeiten noch an der letzten Folge und sie zahlen dein Gehalt. Nicht okay. Ich. Okay. Wir gucken uns nochmal das Büchlein hier an. Hör auf damit. Alles in Ordnung, Aaron, okay? Bänderreisen durch das Labyrinth der Angst navigieren von Professor J.P. Hunter. Professor J.P. Hunter ist Autor und Therapeut mit über 20 Jahren Erfahrung. Er hilft Patienten bei Überwindung von Ängsten und Panikattacken. In seinem Buch verrät er Schritt für Schritt, wie sie aus dem Labyrinth der Angst entkommen können. Sie werden im Rahmen eines einzigartigen monatlichen Plans Tipps und Tricks erhalten, die sie im Alltag einsetzen,
und mit denen sie ihre Angst besiegen können. Professor J.P. Hunter hat Tausenden geholfen, mit ihrer Angst umzugehen und ihnen das nötige Vertrauen verliehen, um Wände einzureißen und ihre Dämonen die Stirn zu bieten. Wände einreißen, durch das Labyrinth der Angst navigieren, ist ein nationaler Bestseller. Okay. Der Kleber hingelegt, danke. Na gut, dann gehen wir jetzt mal gucken hier, ne? Ab zur Bar. Achso, ne, hier ist keine Tür. Sind hier noch irgendwas Schönes? Wäre auch tatsächlich echt witzig, wenn er halt nur 3 Meter rennen könnte und dann halt erstmal Atembau. Trockene CBD. Krank, was? Aha. What? Was stand da? Visitenkarte gefunden. 1 von 5. Ach, hey. Aber okay. Warum finden wir hier in der Ecke eine Visitenkarte? Naja, weil da vielleicht mal irgendwie eine Tür war. Okay. Das ist doch wahrscheinlich alles so irgendwie verschachtelt gebaut und irgendwie Wände verschieden und... Ah, oh, das wird dann noch so ein Labyrinth, oder wie? Ja. Ah, oh, wunderbar. Stimmt. Das ist ja jetzt schon ein Labyrinth irgendwie, wenn die sich eh nicht finden. Also, guck dir mal, wie das gebaut ist, ey. Okay, warte mal, hier geht's runter. Also, wir gehen erstmal nochmal kurz gucken. Also, ich sehe mich ja gerne um, weil ich will ja immer noch Münzen finden, Münzen! Aber, guck mal hier, guck mal da. Siehst du? Bestimmt eine Münze. Aha! Alter Fuchs, na, du weißt, wo die Kohle liegt, mein Freund. Ja, klar. Du hast halt einfach drauf. You've got to be worth something. Was? Ja. Also, ich bin wirklich bald zu sagen, wir spielen das Ding auf Englisch. Wobei unser Englisch nicht so gut ist. Aber dann könnte man frei einfach irgendwie übersetzen, das wäre auch schön. Ja. Ja, wird meine tolle Lieblingsmütze auf. Hm? Ja. Und ohne Mütze würde ich von hinten aussehen wie James Sunderland aus Silent Hill 2. Ich habe die gleiche Jacke und die gleichen Klamotten an. Kann auch ungefähr genauso lang rennen und klingen ähnlich. Tja. Also rennen und atmen, also der atmet ja wirklich, das ist ja... Todesschreie muss man nicht übersetzen, Herr Junge. Tatsächlich, warte mal, bevor du dich jetzt ans Lesen stürzt, von Übersetzen, von Todesschreien. Als ich mal in Russland war und in einem Hotel Fernsehen geschaut habe, da lief Akte X mit einer russischen Synchro. Und für diejenigen, die Synchronisation noch nicht so geläufig sind, in anderen Ländern machen die so ein Tamtam wie hier in Deutschland. Ja? Da hast du eine Stimme, die alles vorliest. Egal, ob Männlein oder Weiblein. Und auch nicht mit besonders viel Emotion. Ja, da war so eine Szene, Scully, also halt die Frau aus Akte X kennt wahrscheinlich jeder, ne? Scully und fängt an zu schreien und schreit so, du hörst leise im Hintergrund den O-Ton, ja, und so, no! Und dann diese Grundstimme so, niet. So, er pumptrocken, niet. Das ist geil, Alter. Also, wenn hier Todesschreie wären, dann auch so, Großartig. So, na dann lies mal vor, ich werde mal einen Schluck trinken. Wieso ich? Das ist dein Charakter hier. Du bist am Lesen. Mr. Morello. Na okay, komm, für dich heute. Ausnahmsweise. Mr. Morello, guten Abend. Vielen Dank, dass ich Sie persönlich kontaktieren durfte. Ihr Verleger sagte, dass Sie sehr daran interessiert seien, von mir zu hören. Es scheint, dass wir ein gemeinsames Interesse haben. Ich habe mehrere Jahre damit verbracht, das ultimative Holmes Touristenerlebnis zu schaffen, indem ich das World's Fair Hotel originalgetreu nachgebaut habe. Wir haben noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet, da wir noch letzte Hand anlegen müssen. Und ich bin der Meinung, dass ein Mann mit Ihren Kenntnissen von der offiziellen Eröffnung unschätzbare Einblicke geben könnte. Daher lade ich Sie ein, das Hotel über das Wochenende zu besuchen. Das Erlebnis ist für Gruppen von 5 Gästen ausgelegt. Komisch, dass wir genau 5 Leute sind. Sodass ich die Einladung auf 4 Freunde oder Familienmitglieder ihrer Wahl erweitere. Ich muss darauf bestehen, dass die Einladung vertraulich behandelt wird, bis das Hotel öffentlich vorgestellt wird. Also laden Sie bitte nur Gäste ein, denen Sie vertrauen. Ich hoffe, dass Sie meine Einladung annehmen können. Bitte antworten Sie, um Ihre Teilnahme und die der 4 zusätzlichen Gäste zu bestätigen. Sollten Sie annehmen, wird eine Limousine Sie und Ihre Gäste am Freitag um 19 Uhr unter der Eisenbahnbrücke an der Ecke S. Wallace Avenue und W. 63. Straße Englewood, Chicago abholen. Ich bin sicher, Sie werden diese Erfahrung sehr interessant finden. Mit freundlichen Grüßen, Grantham Dumet. Das ist anscheinend der Brief, den wir bekommen haben, hä?
Sind wir Joseph Morello? Nee. Okay. Schade. Aber mit Morello war vorhin schon irgendwas. Morello hat ja schon irgendwo gehört, den Namen. Wo war denn das? Das ist eine gute Frage. Oder Morello, wo war denn Morello? Hey Charlie. Schreck mich doch nicht so. Ich habe gehofft, in der nächsten Staffel vielleicht mehr mit dem Sounddesign zu machen. Kreativere Sachen. Ich überschreibe gerade, ja, solange es nicht so ASMR-mäßig ist. Was ist denn ein ASMR? Deine Taschen schleppen und Wäsche abholen? Absolut. Um es in dieser Branche zu schaffen, musst du zeigen, dass du die Drecksarbeit machen kannst. Die Zahl steht bestimmt für die Anzahl der Töter. Du solltest dir einen Assistenten suchen. Assistenten? Ach, das war eine dumme Idee, Charlie. Ich will Assistenten? Nur... Sind die unsere Assistenten? Sozusagen. Ich glaube eigentlich, dass das seine Assistenten ist. Bitte was? Beim Schnitt? Beim Ton abmischen. Hör mal, ich meine, du hast so viel zu geben, so viel Erfahrung. Mhm. Und das ist die Chance, dieses Wissen weiterzugeben. Stimmt, das ist es wohl. Klar. Bei einem Assistenten wären auch meine Kippen sicher, nicht wahr? Genau. Der Typ, ey. Gästebuch, ja. Name Check-in und Check-out. Du immer noch Filmregie führen, Charlie? Ich führe Regie. Nein, ich meine bei richtigen Filmen. Mit einem Budget und großen Stars. Aaron, du musst etwas Wichtiges verstehen. Bei unserer Arbeit, die sehr wichtig ist, ist die Wahrheit. Der Star. Mhm. Oh, richtig. Ach, Joseph Morello, da oben. Ja, wieder. Sorry, Charlie. Also, Michelle willst Morello, du keine Francis großen Morello? Filme drehen? Themenwechsel, bitte. Familie. Am 26.10.22 haben wir eingecheckt. Oder gar nicht, heute ist der 21.11. Okay. Benni, ganz kurz mal zum Verständnis. Machen wir das jetzt so, quasi jeder liest den Charakter? Oder? Hätte ich gedacht. Okay, gut, dann machen wir das so. Okay, kann ich das aufmachen? Zieh. Hallo? Komm. Ja, ich. Also. Du willst jetzt ihren Namen, zieh dran los, zieh. Ich. Warum kann ich. Sag mal. Zieh dran, man muss das wollen, du musst das wollen. Komm, der Tabak ist da drin. Ach, guck mal hier, wir können doch Schubladen, haben wir vorhin gesehen, hier mit genau. Visitenkarten können wir die doch... Swap. Plupp ist sie drin. Warte. Ja, zack. Ah, und? Jetzt. Do it. Öffne it. Ja, eine Postkarte, ne? Ist ja toll. Okay. Schön. Mr. Hector Monday. 194 Montgomery Road, Silver Spring, MD 2095. 10. August 1992. Sehr geehrter Mr. Monday, vielen Dank, dass Sie Twilight Prairie als neues Zuhause für Ihre Mutter gewählt haben. Lucinda lebt sich bereits sehr gut ein. Wir laden Sie ein, sie möglichst häufig zu besuchen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Linda Price, Geschäftsführerin. Oh, guck mal, aber handschriftliche Karte. Das ist doch nett. Ist Mr. Monday. Soll das jetzt die Mutter sein, die wir oben gesehen haben mit dem Manteltypen? Kann sein. Also, warum nicht? Aber ist doch hier kein Altenheim oder so, oder? Nee, aber wahrscheinlich wird die richtige Mutter auch nicht hier sein, sondern irgendwo da in. Dort eben. Ich sollte wohl froh sein, dass nur meine Zigaretten weg sind und nicht die Ausrüstung. Die Ausrüstung liegt auch so gut vor der Tür, dass du einfach nicht flüchten könntest. Super. Ja. Und wo ist jetzt hier die Bar? Das ist die. Oh, hier. Wahrscheinlich hier. Da. Ja. Hey, vielleicht ist Mr. Dumet im Hinterzimmer. Du könntest ihn nach Zigaretten fragen. Dumet ist nicht mehr da. Ja, das wissen die aber nicht. Das weiß nur richtig. Die eine. Dass der Dumet weg ist. Türen und Schlüssellöcher können mit Schlüsseln aufgeschlossen werden. Jetzt aber, ach wirklich? Na Mensch. Ui, vorne. Wo kam der denn jetzt her? Also wir gehen jetzt erstmal dem Geräusch auf den Grund. Hallo? Bin nicht so viel, er kann nicht so schnell. Sie haben geläutet? Was? Er hat uns einen Schlüssel da gelassen. Ah, der Sigi.
Ist das ein Typ? Jackpot. Aaron, hab den Schlüssel. Bar. Das ist ihm jetzt auch überhaupt nicht auffällig, ja. Da klingelt jemand, legt einen Schlüssel auf einmal hin, den wir vorher nicht hatten. Naja, ich sag mal so, die gehen ja immer noch davon aus, dass die in einem Etablissement sind, irgendwie, wo sie eben nicht sofort abgeknallt werden oder abgeschlachtet werden. Für die ist ja das alles noch so ein bisschen. Na, wir sind hier in einem schrulligen Hotel irgendwie. Verschlossen. So. Na dann, nehmen Sie bitte den Schlüssel und schließen auf. Zack, zack, zack. Und. Open up. Come on. Ich suche mal nach einem Geschenkeladen oder so. Ich hatte heute schon einen Asthmaanfall und dieses Staubinferno fehlt mir da gerade noch. Du könntest Zigaretten geben. Genau. Gutes Mädchen. Hä? Weiß doch gar nichts. Hier ist Jackie. So, also. Suche die Bar nach Zigaretten. Hallo? Hallo? Mr. Dumet? Ja, ist eine Akkulampe. Da gibt's kein Kabel. Hallo? Vor allem, warum stehen hier Gläser auf den Tischen und Wein? Naja, weil die war gerade auf die Party. Was bist du denn, ey? Warte, erschreck warte, mich warte. Doch nicht so, der Barkeeper da. Schön, hat keiner gesehen. Oh, wow. Dunkel eingestellt. Eine Animatronik. Ha. Unglaublich. Was darf es sein, Mr. Dumet, Sir? Eine Schachtel Zigaretten, bitte. Eine Schachtel Zigaretten, bitte. Hallo? Ja? Hallo? Hallo? Eine Schachtel Kippen! Wäre auch zu schön gewesen. Egal. Danke, Robo-Barkeeper. Natürlich, Sir. Wie Sie wünschen. Das gibt's nicht. Vielen Dank, mein mechanischer Freund. Sehr nett von dir. Gibst du mir auch Trinkgeld? Für die Antwort? Hat er da was irgendwie in der Zigarettenschachtel drin gesteckt? Oder dran gesteckt? Ja, vor allen Dingen auch, es ist nur eine Packung. Also eine einzige. Also so präpariert, ne? Ich weiß nicht, ob wir die jetzt. Also willst du die, dass wir die jetzt da rausholen? Ist ja dein Charakter. Ja. Ja, okay. Komm, wir gehen gerne rauchen. Wir wollen die so schön offen, schöne Prayer. Ja. Ja. Natürlich will er es passend. Ja. Verdammt! Okay. Achso, ihm fehlt Geld. Okay, cool. Also er kann es sich nicht leisten, deswegen klauen wir jetzt Geld aus der Kasse. Bin ich gut. Ja. Geht nicht. Okay, jetzt brauchen wir wieder unsere Visitenkarte. Pass auf. Flup! Ja, nicht, dass wir da irgendwo verdrücken müssen. Ah. Das ist schön. Fuck. Mann! Cooles Feature, muss ich sagen, im Spiel. Nächste Runde auf mich. Versprochen. Ja, nee, oh du, ey, muss nicht sein, oder? So, hast du dir. Achso, du hast dir das Geld schon gekrallt, oder was? Ja, klar, natürlich. Was hat er da für ein Aufkleber? Ja, das frage ich mir auch gerade. Was hat der denn da am Hals? Bar? Keeper oder was? Mann! Kamera! Okay, keine Ahnung. Aber hier hinten ist auch noch eine Tür. Kann ich die. Nee, kann ich. Die kann ich nicht. You can't. Okay. Nur Apfel mit. Nö, wir brauchen jetzt erstmal die Kippen. Kippen! Ja! Ja! Komm zu Papa. Alter, der ist ja. Ist ja schlimm! Geil, oder jetzt geht's nicht weiter raus? Hey! Hey! Ja? Wie jetzt? Wo muss ich denn gegendrücken? Oh nein, 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 bitte, komm schon, nein! Okay. Keine Kippen für ihn heute. Oh. Was? Nein! Nein, bitte! Wieder entwickeln Zigarettenautomaten, was? Ich hab wirklich einen Scheißtag und du machst es schlimmer. Sollen wir jetzt. Wie? Sollen wir Strom anschalten, einen anderen Weg finden, den Automaten zu öffnen, oder? Vielleicht, vielleicht. So, guck mal, was haben wir denn da? Oh ja, erstmal die Tasse wegstellen. Kaffeetasse. Zack. Jetzt. Freitag, 17. November 2017, 19 Uhr. Sehr geehrte Miss Schröder.
Ich möchte mich wieder einmal für die unglaubliche Arbeit bedanken, die Sie und Ihr Team am Hotel geleistet haben. Außerdem möchte ich Ihnen meine aufrichtige Anteilnahme übermitteln. Der Unfall der Notcrew auf dem See war wirklich eine fürchterliche Tragödie und ich fühle mich zum Teil mitverantwortlich. Ihnen zu Ehren habe ich in dem Hotel während der letzten paar Monate den letzten Schliff verpasst und ich vermelde mit Stolz, dass wir fast bereit sind, die Tore für die Öffentlichkeit zu öffnen. Bitte erlauben Sie mir, Sie und den Rest Ihres Teams als Zeichen meiner Dankbarkeit zur großen Eröffnung einzuladen, am 17. November 2017 um 19 Uhr. Ich verspreche einen spektakulären Abend mit Unterhaltung wie zum Beispiel ein Barbierquartett. Während Sie diesen einzigartigen Hotelaufenthalt in vollsten Zügen genießen, werden Sie mir gewiss zustimmen, dass Ihre harte Arbeit nicht umsonst gewesen ist. Mit freundlichen Grüßen, Richard Bergknipp. Okay. War eine Schröder mit auf der Gästeliste? Empfang? Müssten wir gleich mal gucken nochmal. Oh, ja. Bar 0028. Was ist denn mit ihm? Du? Hallo? Aber kriegst du noch was mit oder bist du nur so Nein, geil auf deine Scheißkippe? Komm schon, du Scheißding, tu mir das nicht an! Ja doch, dreh dich doch um! Junge, nicht! Mach es! Schrotthaufen, gib sie mir! Gib mir meine Zigaretten! Wer ist er? Du Mieses. Es kommt Triple H. Das war's. Ich hole meinen Keygrip und die prügelt dich windelweich. Nein! Hey, Charlie! Ja? Bin noch in der Bar. Es ist Essenszeit. Wir sollten die anderen holen. Okay, ich komme. Und zu dir komme ich mit einer verfickten Brechstange wieder. Bist du alleine da drin? Wer ist das hinter der Bar? Was? Gruselig. Oh, okay.